Ist es noch weit, sag mal? Was? Du. Gleich. Lass doch das. Guck, der Funkturm. Nein, tatsächlich sind wir ja schon da. Wirklich der Funkturm? Berlin. Schön. Hey! Die kommt hierher, die muss jeden Moment hier sein. Hierher? Sind Sie wahnsinnig? Ich habe Ihnen doch gesagt, sollen Sie mir vom Halse halten. Ja, sehr komisch. Siegbert? Bitte? Sie müssen lauter sprechen. Ich habe noch nie ein Mädchen so leise reden hören wie Sie. Ich verliere immer meine Stimme, wenn ich anfange, mich zu verlieben. Was haben Sie verlegt? Was ich verlegt habe? Meine Gefühle. Was wird hier eigentlich gespielt? Nichts, Schätzchen. Sie erzählt von Ihren Reisen, die Sie gemacht haben. Und wer hat die bezahlt? Sie waren doch sicherlich eingeladen. Ich habe gearbeitet, meine Dame, auch wenn Sie es nicht glauben können. Eines der bestbezahlten Fotomodelle. Die Kleider sind ja schließlich nicht für Sie gemacht worden, von Borowski. Vergessen Sie das nicht. Themawechsel. Na, wissen Sie, Hildchen Völker ist im Grunde genau die Frau, die ein Mann heiraten muss. Vernünftig, praktisch, ohne Flausen im Kopf und treu wie Gold. Hm. Nehmen Sie die Hand aus der Tasche. Kommen Sie. Das ist Peter van Eyck. Wo nehmen Sie eigentlich so schnell all die Freunde her? Sie sind doch gerade in Berlin angekommen. Freunde fliegen mit so wie einem Straßenköter die Flöhe. I'll see. Frag mich. Komm, frag mich doch. Was denn sonst noch? Sie wollen mir den kleinen Gefallen nicht tun? Mann, ist die eine Klasse. Aber tun Sie mir den Gefallen, gehen Sie noch mal hin. Das Mädchen ist nämlich gemeingefährlich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Vielleicht liebe ich dich auch nicht, ich weiß nicht. Also jetzt verstehe ich überhaupt nichts mehr. Willst du oder willst du nicht?